Vieles wird über Heimatgeschichte geschrieben und erzählt. Fotos und Dokumente werden privat in analogen Archiven aufbewahrt. So liegen private Fotos, Dokumente und Schriften in den Häusern oft irgendwo auf dem Dachboden, in Schuhschachteln oder Truhen und warten darauf, entdeckt zu werden. Wertvolle Zeitdokumente gehen oft verloren bzw. landen im Müll oder werden verbrannt. Dies gehört nun in der Region Donau-Böhmerwald der Vergangenheit an. Man spricht hier von einer Topothek, einem digitalen historischen Archiv, das über das Internet für interessierte User zugänglich ist. Um den Besuchern die digitale Plattform Topothek zugänglich machen zu können, muss das Material erst digitalisiert, beschrieben, datiert, verortet und schließlich online gestellt werden. Der Administrator, wir nennen ihn Topothekar, pflegt die Datensätze auf eine passwortgeschützte Ebene ein. An ihm liegt es, wie interessant der Online-Auftritt Topothek gestaltet ist. Dadurch, dass in der Topothek alle Bilder beschriftet und mit Schlagwörtern versehen werden, können Zusammenhänge von Örtlichkeiten, Personen und Ereignissen für jeden nachvollziehbar gemacht werden. Der Vorteil ist zudem, dass jeder Bürger nicht nur Betrachter ist, sondern sich aktiv einbringen und zum Gelingen beitragen kann, indem er die Örtlichkeiten oder Personen, welche nicht benannt sind, erklärt oder selbst Fotos zur Digitalisierung und Einarbeitung in die Topothek zur Verfügung stellt. Sehr benutzerfreundlich ist die Suche gestaltet. Es lässt sich einerseits der Zeitrahmen vordefinieren, weiters können einzelne Kategorien wie Bilder, Videos, Audios, Dokumente, Texte, Objekte oder Personen vorausgewählt werden. Mit der Eingabe von Suchbegriffen steht ein weiteres, sehr wichtiges Suchkriterium zur Verfügung. Helmut Kohl sagte einmal: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Dieses Zitat gilt für jung und alt. Der Grundgedanke der digitalen Plattform Topothek ist, dass jedermann jederzeit und gratis in historische Fotos, Dokumente, Schriften, aber auch in Audio- und Videosequenzen der Heimat einsehen kann. Das moderne Medium Topothek soll insbesondere die jüngere Generation zu mehr Heimatbewusstsein anspornen.